Vielen Dank, Herr Abgeordneter. Für die SPD-Fraktion spricht als nächster Herr Kollege Kämmerling. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, das Ansinnen einer europaweit einheitlichen Bankenaufsicht hat nicht nur viele Urheber, es liegen ihm auch unterschiedlichste Motivationen zugrunde. Eine zentrale Motivation besteht darin, direkte Bankenhilfen aus dem Euro-Rettungsfonds ESM zu ermöglichen. Das stellt nicht weniger als einen Bruch mit etablierten Werkzeugen der europäischen Bankenaufsichtsstruktur dar. Bislang ist die Europäische Bankenaufsichtsbehörde EBA als Teil des europäischen Finanzaufsichtssystems EFSF für die Finanzmarktaufsicht zuständig. Ein wichtiges Element in der bislang geltenden Aufsichtssystematik besteht darin, dass den nationalen Aufsichtsbehörden die primäre Kontrollfunktion vorbehalten ist und die EBA lediglich Aufsichtsstandards entwickelt und vorgibt. Direkte Eingriffsmöglichkeiten an den nationalen Behörden vorbei bestehen nur in wenigen Ausnahmen. Der Entwurf der EU-Kommission sieht nunmehr vor, dieses Gefüge grundlegend zu ändern und der Europäischen Zentralbank EZB die Aufsicht über sämtliche Geldinstitute der Eurozone zuzuschlagen. Zumindest nach klassischem Verständnis einer Notenbank liegen deren Aufgaben in der Wahrung von Preisniveau, Stabilität und ausgeglichener konjunkturellen Entwicklung und eben nicht in der Kontrolle von Bankenlizenzinhabern. So soll die neue an die EZB angedockte Aufsichtsbehörde dann auch eine eigene Behördenführung sowie einen eigenen Aufsichtsrat erhalten. Es ändert dies jedoch nichts daran, dass diese Behörde an die EZB und damit an die Notenbank angegliedert sein wird und letzte Bedenken gegenüber diesem Konstrukt mehr als berechtigt sind. Wie eine noch nicht einmal grundlegend eingerichtete neue Behörde bereits im Januar 2013 rund 6.000 Geldinstitute der Eurozone wird überwachen können, erschließt sich nicht. Wir alle leben, und das zum Glück, in einem Europa, das sich aufgemacht hat und weiterhin aufmacht, gemeinsame Ziele und Werte zu definieren und sie zu leben. Deswegen macht es nicht nur vor dem Hintergrund trockener bankenaufsichtsrechtlicher Überlegungen, sondern wegen eben dieser Ziele und Werte durchaus Sinn, europäischen Banken einheitliche Aufsichtsmechanismen zu geben. Eine schlagkräftige europäische Bankenaufsicht kann einen wichtigen Beitrag dazu leisten, die Finanzsysteme zu stabilisieren, Schieflagen einzelner Banken frühzeitig zu erkennen und dadurch systemische Gefahren abzuwenden. Systemische Gefahren, die dort entstehen, wo Banken bedingt durch ihr Geschäftsmodell grenzübergreifend tätig sind. Wir benötigen in Europa qualitativ vergleichbare Mindeststandards mit tatsächlichen Finanzmitteln, die nachweislich und vor allem standardisiert kontrollierbar in Sicherungstöpfen vorhanden sind. Ja, wir leben in einem Europa der Werte und der Gemeinsamkeiten, aber auch in einem Europa, dessen Finanzmarkthandeln keine Grenzen mehr kennt. Deswegen macht die Vereinheitlichung von Aufsichtsstandards für Geldinstitute Sinn. Und würden wir einmal alle Bedenken bezüglich der zeitlichen Umsetzung und bezüglich der Vermengung und Vermischung von Aufgaben der Geldmarktpolitik mit Aufgaben der Bankenkontrolle beiseite lassen, so bliebe mindestens ein Problem, das es in sich hat. Vereinheitlichung darf nicht in Gleichmacherei münden. Genau hierin besteht aber bei einer Umsetzung der Pläne der EU-Kommission die Gefahr für das bewährte Drei-Säulen-Modell der deutschen Bankenlandschaft. Speziell die Einlagensicherungssystematik deutscher Sparkassen, Landesbanken und Genossenschaftsbanken ist einzigartig in Europa und hat sich in der längst nicht überwundenen Krise als Fels in der Brandung erwiesen. Warum also derart Bewährtes verändern, wenn es nicht nur nicht systemgefährdend, sondern nachweislich und unwidersprochen systemsichernd war und ist? Gleichmacherei innerhalb Europas, wenn die Sicherungssysteme doch in den Staaten von so ungleicher Qualität sind, kann und darf nicht das Ziel sein. Deswegen, meine Damen und Herren, setzen wir
Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten uns nachdrücklich dafür ein, dass eine einheitliche Einlagensicherung in Europa in keinem Fall zu einer Zerstörung der bewährten Haftungssysteme von Sparkassen, Landesbanken und Genossenschaftsbanken führen darf. Dem Bekenntnis zum Drei-Säulen-Modell unter Hinweis auf die besondere Bedeutung von Sparkassen und Genossenschaftsbanken haben die Fraktionen von Bündnis 90, die Grünen und SPD nicht zuletzt auch im Koalitionsvertrag für die Jahre 2012 bis 2017 deutlich Ausdruck verliehen. Dieses Bekenntnis gilt für die SPD selbstverständlich auch bezüglich einer Positionierung zu einer Europäischen Bankenunion und wird hier und heute gerne noch einmal wiederholt und von uns unterstrichen. Wir unterstützen den vorliegenden gemeinsamen Änderungsantrag aller Fraktionen sehr gerne und ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Kämmerling, für die Frage.